hoch da. Wir müssen einen Weg finden, die Strecke hier zu verkürzen. Werdet ihr wohl sterben? Dahin ist der schon wieder. Nicht aufgeben! Position halten. Es gibt kein Zurück. Lasst Bob den Baumeister nicht durch. Danke. Es nimmt das Territorium mal ein. Verstanden. Alles klar. Wie ihr wünscht. Okay, sie sind auf den Mauern. Nennt die Mauern. Befehl. Was? Das ist nicht das... Das hier gehört auch noch zum Territorium. Oh Gott, das wird doch eine einzige Katastrophe. Bringt die Ramme vorwärts. Auf euren Befehl. Kommen wir hier einfach durch? Ja. Sofort. Nur eine Palisade im Weg. Stürmt los! Wir werden angegriffen. Nein, Hakim! Ach Gottdammit. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Den brauchten wir auch noch. Sag mal. Hört auf zu sterben, Leute. Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! Jawohl! Wie ihr wünscht. Wir sind bei Undertowns. Und das da gehört noch zu Grissom. Das ist der Außenposten, den wir nehmen müssen. Wo ist die Ramme? Zum Tor. Jawohl! Dieb. Auf dem Weg. Ah, unser Nachschub wird jetzt allerdings abgefangen werden. Lass uns das Gebiet nehmen, bevor unser Nachschub hier ankommen kann. Haltet die Augen offen. Unser Dieb wurde entdeckt. Unser Dieb wurde getötet, nicht wahr? Unser Dieb ist in einen Hinterhalt geraten. Unser Dieb wurde getötet. Ja, ich hab's befürchtet. Rückt ihr bitte nach. Auf euren Befehl. Wir kriegen die Steine gerade nicht mal wirklich zusammen. Ah, wahrscheinlich doch. Kriegen wir gerade so. Wir werden angegriffen. Wir sind durchgebrochen, sehr gut. Es gibt kein Zurück. Lass die Schwertkämpfer da erstmal stehen. Okay, was ist das? Schießt die Schwertkämpfer weg. Ich mag sie nicht. Hakim, Gruppe 3. Komm auf her. Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! Es gibt kein Zurück! Sofort! Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. Okay. Vorwärts! An der Town gehört uns jetzt auch. Betet für die Truppen im Felde. Ei. Ei. Sammelt euch hier. Auf euren Befehl. Ihr seid erstmal Gruppe 2 ohne die anderen Schützen. Verstanden. Auf euren Befehl. Ihr habt eure Fackel nicht nachgefrischt. Ändert das. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ihr da. Geht zum Rest der Verstärkungstruppen. So, jetzt. Schießt frei. Angriff. Der da darf nicht durchkommen. Das müssen wir jetzt liefern. Wurde ausgesandt. So, lass Bob den Baumeister erstmal antanzen. Danke. Nimm den Außenposten jetzt. Aufgeben. Bist du an uns vorbeigekommen? So, lass den Feind schön brav die Mauern besetzen. Soll er. Nimm den Außenposten. Nicht aufgeben! Sofort. Hakim, wir brauchen dich jetzt allmählich hier. Genau wie unsere Verstärkungstruppen. So, endlich geschafft. Okay, wo ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Speichern, sagt das Spiel? Das sehe ich auch so. Wir hätten speichern sollen, bevor wir den eingenommen haben. Haben wir jetzt nur eine begrenzte Zeit, um das nächste Gebiet einzunehmen? Oder müssen wir die Position halten? Finden wir es gleich heraus.
Wir müssen es bei einem Verbrabberten kommen kann. Und jetzt geht's auf zur finalen Schlacht. Erstürmen wir die Stadt und nehmen sie ein. Wir haben ein Territorium. Von wo sind ihr denn bitte gespawnt? Wie ihr die Regenzeit hält uns auf. Eingesetzt. Verstanden. Kämpft weiter. Wir sind umzingelt, die feindlichen Truppen spawnen um uns herum und die Regenzeit setzt ein. Zieht euch zurück. Alles klar. Zieht euch zurück zu den Verstärkungen. Auf euren Befehl. Haben wir hier irgendwie die Möglichkeit, irgendwas auszubilden? Nein. Gut, die Armee ist weg. Die beschissene Regenzeit setzt natürlich genau jetzt ein. Nun, da wir sonst nichts rekrutieren können, müssen wir sicherstellen... Sag mal, habt ihr eigentlich in eurem Leben hier mit dieser Schützenzeug nachgeholt? Kommt hier rüber. Alles klar. Wir werden angegriffen. Stürmt los! Wir bedanken sich für Hilfe. Problem ist, wir kriegen die hier nicht tot. Die Stadt liegt wahrscheinlich hier ganz oben auf dem Plateau. Wird angegriffen. Nö. Wow, das sieht komisch aus. Boah. Weird. Auf euren Befehl. Ach, die ganzen anderen Außenposten sind zerstört worden dadurch. Das ist dieses Gebiet gleich verloren. Nicht aufgeben! Was willst du, Brot? Ja, nimm das Brot und lass mich in Frieden. Schon unterwegs. Ei. Runter zum Fluss. Schon zu unserer Befestigungsanlage. Bringt euch in Sicherheit. Kein Grund zu sterben. Ein Außenposten wird angegriffen. Wenn sie das Gebiet verloren geht, ist mir recht. Ah ne, wir haben noch diesen Außenposten da. Ah ne, genau. Ja, ein Territorium ging verloren. Wird also alles irgendwie passen. Verstanden. Können wir diesen Felsen wirklich nicht vielleicht von dieser Seite aus sprengen? Schon unterwegs. Ei. Ein weiterer Angriff von Prapat wird vorbereitet. Ei, verstanden. Wie ihr wünscht. Sofort. Auf euren Befehl. Nö, dieser Felsen ist egal. An dem lässt sich nichts machen. Alles klar. Nein, nach hier hin. Wir müssen eine neue Armee sammeln. Das Problem ist, die hier holen scheinbar gar nichts ab. Warum? Die haben eine lange Strecke, das sehe ich ein, aber... So lang doch nicht. Bild geht aus. Wie schön. Okay, du bist stillgelegt. Dann kann der die ganze Zeit aufhören, das Zeug abzuholen. So, weiter als Verstärkungstruppen hier rüber. Sofort. Spawnen die hier eiskalt hinter uns und umzingeln uns dann. Nicht nett. Okay, wir sind gewissermaßen beim Soldatenlimit. Wir können jetzt hier noch einen Trupp Söldner rekrutieren. Wobei, nein, wir können hier noch drei Leute nachfrischen. Alles klar. Nein, das sind die man nicht nachfrischen kann. Schon unterwegs. Verstanden. Die allerdings können wir nachfrischen. Wie ihr wünscht. Sofort. Gruppe 2. Regen ist vorbei? Noch nicht. Hakim ist Gruppe 3. Wir hätten Sold runterdrehen können während der Regenzeit jetzt.
Okay, sollt hoch. Die Regenzeit ist vorüber. Ei. Gruppe 2, Gruppe 3. Bewegt euch. Außerdem möchte ich sagen, ihr hier unten hört auf zu produzieren. Dann so, nein, die hier müssen noch mitproduzieren. Sofort. Viele Waffen haben wir gerade. Nicht wirklich sofort. Viele. Bewegung. Sofort. Zeit für auf Vergeltung. Euren Befehl. 300 nehmen wir. Ei. Sofort. Schon unterwegs. Gehen wir zu dieser Position verstanden. Voran. Wie ihr wünscht. Wir hätten den Rammelkarren die ganze Zeit über weiter erkunden können. Aber dann habe ich die Sorge, dass da theoretisch irgendwelche komischen anderen Dinge geschehen. So, zieh noch ein bisschen Munition nach. Sofort. Leite die Bogenschütze da hinten. Wechselt alles auf klar. Die gerechte Seite. Ei. Schon unterwegs. Angriff. Alles klar. Alles klar. Ei. Ei. Alles klar. Auf euren Befehl. Stürmt los! Kämpft weiter! Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So. Auf euren Befehl. Ei. Schon unterwegs. Sofort. Ramme voran zum Tor. Auf euren Befehl. Belagernes Gerät hinterher. Da ist ein Eisbär. Mach den nicht weg. Nicht aufgeben! Da ist die Stadt. Wir sollten jetzt speichern, jetzt wo wir uns neu gesammelt haben. Und dann mal schauen. Wir haben noch eine halbe Stunde, um die Stadt einzunehmen. Das ist machbar, wenn wir jetzt nicht irgendwo aufgehalten werden von Unsinn. Ich rechne damit, dass wir von sehr viel Unsinn aufgehalten werden. Verstanden. Kämpft weiter! Sofort. Townships Borderlands. Oh, verdammt. Na toll. Ja, nein, das sehe ich nicht passieren. Schon unterwegs. Ein enger Gang mit diesen Katapulten, die hier immer rumstehen sind, die wir nicht zerstören können. Alles klar. Außer, wir können mit dem Nahkampf ran. Aber dafür müssen wir durch die Mauern durch. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ich werde angegriffen. Lauf! Wie ihr wünscht. Jawohl. Sofort. Alles klar. Zum Angriff! Sofort. In den Kampf! Schießt sie weg! Jetzt schießt sie da hinten weg! Dieses Katapult hier ist das größte Problem, was ich persönlich sehe. Natürlich haben wir zwei Trupps ungefähr fast verloren. Ne, ganz genau zwei Trupps, toll. Jawohl. Schon unterwegs. Ja, machen wir gar nichts. Schon unterwegs. Alles klar. Nein, wirklich, ich sehe nicht wirklich den besten Weg, wie man da durchkommen Jawohl. Könnte. Die Kaserne könnte ich mal anzünden von hier nicht unten aus. Aufgeben. Schon unterwegs. Verbrennt jetzt. An die andere Kaserne kommt auf ihr auch ran. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Bring das Belagerungsgerät hinterher. Wo ist denn unser Turm? Wir haben noch ein Belagerungs... Wieso seid ihr noch nicht dabei? Schon unterwegs. Ey, fickt sie runter. Hakim bleibt am Leben. Das ist eine große Burg. Doch, wir können das. Vielleicht. Ich sehe einen Weg.
einen möglichen Weg. Jawohl. Wenn wir hier einen Katapult aufstellen können, oder hier, können wir die Kirche vielleicht erreichen. Verstanden. Jawohl! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Ei. Allerdings schockierend, wie gut sich die Bogenschützen schlagen. Ei. Verstanden. Jetzt stellt sich heraus, wahrscheinlich, dass dieser Außenposten weg muss, damit das überhaupt möglich ist. Hakim kann kurz mal herausfinden, was da so ist. Da will jemand Met. Ja, geht in den Kriegen. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut möglich, dass es allerdings auch ganz, dass die Kirche ganz genau außerhalb unserer Reichweite ist. Das werde ich nicht ausschließen. Er schießt die Eisbären. Stimmt, los! Warum gehst du in den Nahkampf? Unterwegs. Wir können durch das Wasser hier durchgehen. Solange nicht Regenzeit ist, müsste es also funktionieren. Verstanden. Alles klar. Beleg. Verstanden. Beleg das Katapult. Seid auf der Hut. Zu wenig Platz, sagst du mir. Ei. Wird irgendjemand von... Wieso weigern sich die Katapulte manchmal einfach besetzt zu werden? Beschützt dies. Was? Wie ihr wünscht. Was ist das denn bitte? Wir haben ein Territorium eingenommen. Von hier aus kannst du sowieso nicht treffen. Von hier aus könnten wir vielleicht die Kirche treffen. Wenn vielleicht in diese Nische hier reinkämen. Zum Beispiel müssen wir den Außenposten hier einreißen. Das würde ich auch ohne weiteres machen. Okay, wir bauen drei neue Katapulte, weil das war gerade einfach. Ich habe keine Ahnung, was dieser Spiel da gerade gedacht hat. Wie schön ist der Katapult? Das ist schön. Jetzt geht es einfach in Flammen auf. Wie ihr wünscht. Ich gehe davon aus, dass der Außenposten im Weg steht. Ich rufe schon mal den Abriss aus. Ich werde angegriffen. Ei, verstanden. So, ich wollte herausfinden, was hier ist. Jawohl. Undertown Grassland. Absolut gar nichts von Relevanz, okay. Alles klar. Komm schon! Da haben wir dich. Du kannst treffen. Ich glaube an dich. Das geht nicht. Wieso bist du so blöd? Alles klar. Es ist wirklich der Außenposten, der im Weg steht, nicht wahr? Sofort. Alles klar. Ich werde angegriffen. Alles klar. Die klauen wir uns, deswegen töten wir die auch gerade nicht. Wir warten, bis die Fähigkeit regeneriert ist. Wie ihr wünscht. Ei, wie ihr wünscht. Komm schon, Hakim, du schaffst das. Sofort. In den Kampf. Sofort. Ei. Kämpft weiter. Hakim, seine Fähigkeit ist doch schon da so gut wie voll. Jawohl. Ich muss mich in die Bucht. Nutzlos. Zum Angriff. Von hier aus kann man vielleicht das Lagerhaus erreichen. Jawohl! Diese Menge an Eisbären hier überall. Zum Angriff! Ich vergesse immer, dass wir Platz schaffen können, wenn wir wollen. Schon unterwegs. Das wurde spezifisch aufgebaut, damit wir es nicht können. Kirche bleibt aber noch meine Vermutung, dass sie erreichbar ist, irgendwie. Zur Not müssen wir neu laden. Ich möchte wirklich nicht durch diesen verdammten Gang durchgehen müssen.
Wahrscheinlich müssen wir durch den verdammten Gang durch. Und das würde ich dann nur passieren sehen, wenn wir den Belagerungsturm nach vorne bringen würden. Wo ist der überhaupt? Bringt ihn nach hier oben. So, wir sollten... Ah, es gibt einen Sturm, toll. Wo ist Bob der Baumeister zum Abreißen? Jetzt kommt noch ein Angriff von Prapat hier, oder was? Nein, der staut sich weiterhin. Wo ist Bob der Meister? Ein Steinbruch ist erschöpft. Schön, dass der Knopf hier auch nicht funktioniert. So, Hakim, du Nutzloser, komm hier rüber. Ei, ei. Keine Ahnung, wie uns das Wild immer ausgeht. Sag nicht, dass es jetzt... Nein, das ist nur der Sturm. Wie gesagt, die Kirche ist das einzige Gebäude, wo ich eine Erreichbarkeit sehe. Aber es scheint so... Ja, natürlich müssen wir da Räucher dran glauben. Es scheint mir... Ja, natürlich muss der Metzger auch dran glauben. Wisst ihr was, den Metzger lassen wir so. Das ist schon in Ordnung. Ei. Ihr könnt die Kirche erreichen? Vorwärts. Zündet sie an! Ihr könnt Fackeln von ihr aus spammen, wer das Zeug hält. Kämpft weiter! Das war gerade nur ein Verzweiflungsversuch, aber er funktioniert. Angriff! Brecht den Abriss ab. Wenn das wirklich funktioniert. Es gibt kein Zurück! Kämpft weiter! Quetscht mehr Bogenschützen dazwischen. Vorwärts! Angriff! Kämpft weiter! Verstanden! Dann bringt das Katapult aus dem Weg. Zum Angriff! Angriff! In den Kampf! Sofort! Bringt mehr Bogenschützen und Schießpositionen. Auf euren Befehl! Nicht aufgeben! Hat der Außenposten nur noch nützlich gemacht. Vorwärts. Sehr gut. Denn ja, ansonsten hätten wir den Belagerungsturm hier vorschieben müssen. Wir hätten diesen Mauerabschnitt zuerst zerstören müssen. Das hätten wir vielleicht geschafft. Durchsneaken, das halt mit manuell zerstören. Dann hätten wir den Belagerungsturm hier vorschieben müssen, um dieses Katapult zu zerstören. Und die Mauer von hier unten aus anzugreifen. Zum Angriff! Aber so geht's auch. Kann ich mitarbeiten. Vorwärts! Der Feind kann von nämlich die Kirche nicht reparieren, solange sie brennt. Und er kann sie nicht löschen, weil wir wortwörtlich immer Feuer haben. Das heißt, die Kirche wird Stück für Stück verbrennen. Oh nein, ein Angriff von Prapat wird vorbereitet. Wie schrecklich, Gruppe 3 übrigens. Verstanden. Und tut mir einen Gefallen und steht nicht im Wasser. In den Kampf! Kräuter, holt sie euch. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir haben Truppen da unten? Ach, du meinst die Katapulte, die nicht mehr schießen können. Ja, tut, was ihr müsst. Vorwärts! Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Kämpft weiter! Wir hätten einen Plan gehabt für den Fall, dass das hier nicht funktioniert. Aber ich bin froh, dass es das tut. Zum Angriff! Vorwärts! Ein Gebäude steht in Flammen. Oh nein, eine Palisade brennt. Wisst ihr, was aber auch brennt? Eure ganze verdammte Stadt. So. Verstanden. Hakim, nimm das Gebiet ein. Auf euren Befehl. Ist der Katapult noch da? Nein, weil alles gelöscht wurde. Sehr gut.
Schon unterwegs. Und wir nehmen es. Sehr gut. Alles klar. Und ich hatte mich schon auf was Blutiges eingestellt, aber ich bin mir absolut sicher, dass das nicht gesehen wurde, dass der möglich ist. Denn die ganzen Steine hier scheinen ganz genauso platziert worden sind, dass man das Katapult nicht von unten drauf schießen kann. Aber das Bogenschützen, das kommt. Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich selbst nicht erwartet, dass es funktionieren könnte. Schon unterwegs. Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Kollege hier ankommt. Ei, auf euren Befehl. Alles klar, auf euren Befehl. Ei. Warum ist ein Löwe hier? Auf euren Befehl. Ei, ei, ei. Verstanden. Auf euren Befehl, auf euren Befehl. So, das Lagerhaus ist auf voll. Auf euren Befehl. Gut. Alles klar. Bob, der Meister ist unterwegs. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wie lange noch bis zur Regenzeit? Beeil dich. Komm über diesen verdammten Fluss. Lagerhaus ist übrigens voll. Mit Fisch. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren so, wurde alles einmal leer machen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ei. Verstanden. Aber ja, spätestens, ansonsten hätten wir den Außenposten eingerissen und mit dem Katapult von unten drauf geschossen. Also so oder so, wir hätten das getroffen. Aber dann haben sich die Bogenschützen gedacht, ja, wir machen das einfach mal. Es war halt wirklich nur ein Versuch. Können wir das? Und dann hat's geklappt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Steinmetz! Warum machst du sowas? Sei doch einfach ruhig. Beeil dich. Bob, der Meister, können wir das schon schaffen? Unterwegs. Na, eigentlich fangen die Bauarbeiter ja. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, klar, wir schaffen das. So rum war das. Ansonsten wäre es ja so, dass Bob dann hier der ewige Zweifler ist, der nicht an seine eigenen Fähigkeiten glaubt und andauernd von seinen Leuten motiviert werden muss, irgendwas zu tun. Bob, der Meister der Depression. Wir speichern. Nicht, dass irgendwelche schrecklichen Dinge geschehen, nachdem wir das machen. Wie ein Meteoritenhagel oder so. Ich rechne so schon mit allem. Gab's da was zu plündern? Auf euren Befehl. Nein, das heißt einfach nur Trümmer. Okay. Klamotten. Konsumverbot. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ach, wer ist jetzt schon versoffen? Die Regenzeit hat eingesetzt. So. Jetzt steht er da und denkt sich, toll. Und jetzt? Moment mal, wird das Herrtum einnehmen können, ohne ihn zu besiegen? Wie? Jetzt kommt das Schwierigste. Wir müssen Prabhat vernichten. Dazu müssen wir seine Stadt erobern und eines seiner Hauptgebäude zerstören. Moment, was? Was? Hä? Okay. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt gefeiert, schnell nach Hause. Geht nicht, Regenzeit.
Eines müssen wir noch erledigen. Die alte Königin auf dem Berg wieder aufbauen. Da kommt noch Arbeit auf uns zu. Alles klar. So, Prabhas ist besiegt, aber die letzte Aufgabe ist noch bevor. Wir müssen die alte Königstadt wieder aufbauen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Und nicht gerade wenig. Nun, sie ist weg. Zuerst sollten wir nach einem Verwalter für unsere alte Stadt Ausschau halten. Ach, müssen wir unsere alte Stadt abgeben. Nur muss ich mich zuerst auch um die alte Stadt kümmern. Wer könnte Interesse haben, eine Stadt zu leiten? Auf euren Befehl. Ab zum Hafen, dort findet sich bestimmt wer. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ich möchte die Truppen eigentlich entlassen. Alles klar. Sofort. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich halt alles hier verlieren, was wir hier unten eingenommen haben. Und uns hier komplett aufbauen müssen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht alles von Prabhat gewesen sein. Weil doch, in Prabhat schon. Prabhat haben wir ja dicht gemacht. Der hat die Schotten geschlossen. Ei, ei. Verstanden. Verstanden. So. Aber wenn wir die alte Stadt sowieso dicht machen müssen. Wenn wir das Lagerhaus dafür leer räumen, dann. Ein Karren wurde ausgegangen. Ich weiß nicht, wir verschärfen einfach mal einen guten Teil unseres Besitzes. Nicht unbedingt unser Eisen. Ein Karren wurde ausgesagt. Ich denke, wir werden vor der Übergabe sowieso schon erstmal speichern. Damit wir wissen, was wir mitnehmen können. Ein Karren wurde ausgesandt. Das ist auch die letzte Lieferung, die wir geben müssen. Weil die Lieferungsquest auch verschwunden ist. Im letzten Fall, die kriegen diese eine nahe so. Ein Karren wurde ausgesandt. Die Regenzeit ist vorüber. Truppen behalten wir mal alles da. Klar. Wie ihr wünscht. Ich meine, wenn zum Beispiel Truppen weggenommen werden, dann werden wir die... Was? Versuch doch nur mit meinen Gefühlen zu spielen, Spiel. Jawohl. So. Sofort. Aber die Übergabe der Stadt wird eine Sache für die nächste Aufnahme sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen sowieso erst einmal noch zu unserer Stadt, um zu feiern. Okay, dann werden wir das folgendermaßen machen. Wir werden jetzt hier speichern, bevor ein wütender Sturm ankommt. In der nächsten Aufnahme gehen wir zuerst einmal die Party machen und dann die Stadtverwaltung regeln. Und dann müssen wir wohl die Königsstadt auf dem Berg wieder aufbauen. Gut. Verlassen wir. Da haben wir gute Fortschritte gemacht heute. 200 Siedler, 54 Ehefrauen, 65 Ruf der Stadt, 111 Streikende, 4 Ressourcen gesammelt, wir haben 521 Einheiten rekrutiert und 1549 beseitigt, 37 Gebäude zerstört und 150 Söldner angeheuert. 18 Leute haben wir bekehrt. Nun gut. Dann, liebe Gemeinde, bis zur nächsten Aufnahme, wenn wir uns dem Wiederaufbau der alten Königsstadt widmen und herausfinden, was für schreckliche Dinge uns dann widerfahren werden. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio!